Hier siehst du, danke Kalon, mein absolutes Lieblingsbild im ganzen Spiel. Ich hab damit schon Day One Raids gespielt, Grandmaster Nightfalls gespeedrunnt und Dungeons gesolo flawless. Letzteres habe ich übrigens extra vor der Aufnahme kurz gemacht, damit ich genau das sagen kann. Das Bild hat zwei Varianten, den Survivability Style für langsames Endgame-Zeug wie Grandmaster Schlachtfelder oder Solo-Dungeons und den Ich rase euch alle mit Shampoo am Nacken Style für Day One Master Raids, bei denen du Damage-Checks überwinden musst. Als Solo- und Grandmaster-Spieler kombinierst du den Verschwindeschritt mit dem waghalsigen Ausweichen. Die Rolle gibt dir den Nahkampf wieder, wenn du ihn in der Nähe von Gegnern einsetzt, und der Aspekt macht dich dabei 6 Sekunden unsichtbar. Du musst zwar gefühlt einen Meter dran stehen, also so viel wie ein Babyelefant, aber dafür lohnt es sich. Dein Nahkampf ist nämlich sozusagen ein Schweizer Taschenbömpli. Du kannst sie vom Boden auswerfen oder deinen Gegnern durch den zweiten Aspekt Trapperhöhle direkt mit der Faust ins Gesicht fliegen. Beides macht deinen Gegner schwach und dich und deine Teammates für 8 Sekunden unsichtbar. Für alle, die es noch nicht wussten, ist der Schwächungseffekt übrigens ein 15% Debuff. Da wir bei Grandmaster Nightfalls und Dungeons keinen Stress mit der Wütend-Mechanik haben, nehmen wir als Super Schattenschuss Todfalle. Der macht von Direct Impact zwar weniger Schaden, hält dafür aber länger und teilt den Schaden zwischen allen gefangenen Gegnern auf. Also perfekt für Adclear. Kleiner Funfact, wenn immer neue Gegner gefangen werden, kannst du den Bogen bis zu 25 Sekunden aufrechterhalten. Jetzt der dank Lamsalamis Ideen unkonventionelle Teil, die Fragmente. Die ersten beiden sind Klassiker und bleiben bei den beiden Varianten gleich. Echo der Wachsamkeit für ein Leere über Schild, wenn du mit wenig Leben einen Gegner tötest, und Echo der Entkräftung, damit du durchs Aufsammeln von Sphären und Leere-Durchbrüchen den Buff verschlingen bekommst. Das Overshield gibt übrigens nicht nur 45 HP, sondern auch 50% Damage Reduction. Verschlingen heilt doch dafür bei jedem Kill komplett, setzt sich dabei auf 10 Sekunden zurück und verringert obendrein die Abklingzeit deiner Granate. Balanciert wie ich beim Slackline. Gar nicht. Die anderen beiden, Echo des Stillstands und Echo der Obskurität, sorgen dafür, dass du nach jedem Finisher für 6 Sekunden unsichtbar wirst und alles in deiner Umgebung instabil wird. Sobald du die instabilen Gegner weghaust, droppen sie einen Leere-Durchbruch, der dir wiederum Verschlingen gibt. Probier das mal mit dem Mod Umgebungsschutz aus. Der gibt dir während dem Finisher ein 200 HP Overshield. Ja, das Ding verdoppelt einfach mal casual dein Leben. Das Play ist also wie folgt. Wenn du weak bist, gehst du nicht auf Mutter, sondern direkt auf Finisher. Erstens bringt dich da drin nichts mehr um, zweitens bekommst du nach dem Kill ein Overshield, drittens bist du, wenn du Verschlingen anhattest, danach wieder Full Life, viertens unsichtbar und fünftens ist alles in der Umgebung danach volatile. Auf einmal klingen Finisher gar nicht mal so scheiße, wach! Die Geister der Lucent Hive zählen übrigens auch. Jetzt endlich zum Exo. Das sind die Glückshosen. Tada! Wer hätte es bei dem Gameplay gedacht? Ich suche noch. Die sind momentan schon extrem stark und wenn Bungies C-Team den 75% Handcannon Damage Buff gegen Majors auch noch auf das Exo anwendet, wahrscheinlich kurz danach genervt. Jetzt gut zuhören. Wenn du eine vollgeladene Handwaffe bereit machst, nein Spaß, den Scheiß kannst du dir selber durchlesen. Kurzfassung, du brauchst eine Handcannon, die entweder Kinetik Schaden macht oder zu deinem Fokus passt. Wenn du sie komplett geladen ziehst, macht jedes Peng mehr Autsch. Das restliche Blabla ist egal. So, jetzt etwas genauer. Sobald du deine Handcannon vollgeladen ziehst, hast du 5,5 Sekunden Zeit, so viele Treffer wie möglich zu landen. Jeder Treffer erhöht deinen Waffenschaden um 60%. Das Ganze cappt bei 600%, weswegen du einfach durchdrücken solltest. Pro-Tipp, in den Gameplay-Einstellungen hast du eine Vollauto-Einstellung, die dir das Leben einfacher macht. Mit einer 180er Feuerrate Handcannon kannst du maximal 17 Schuss raushauen. Sobald die 5,5 Sekunden um sind, hat das Exo einen Cooldown von 10 Sekunden. Diese Zeit nutzt du, um nachzuladen und mit anderen Waffen weiterzuschießen. Dazu später mehr. Fun Fact: Das Rausholen deines Geistes zählt auch als Waffen wegstecken. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Waffe aussuchen. Was ist da drin? Das ist Peng Peng! Peng Peng! Wir benutzen die Exo-Handcannon Dienstvergehen. Nicht nur hat sie von sich aus 20 Schüsse im Magazin, sie ist auch von Haus aus anti-Viereck und bringt den Gegner mit jedem fünften Treffer zum Explodieren. Oh, und seit dieser Season hat sie auch noch einen Cut bekommen. Die Waffe hat jetzt Vopal, also flat 20% mehr Schaden auf Bosse und Fahrzeuge. Da es eine Exo-Primary ist, hat sie auch nochmal 40% erhöhten Schaden auf Red Bars und nächste Season eben nochmal 75% mehr Schaden gegen Majors. Leider scalen die Explosionen nicht mit den Lucky Pants, aber ja, man kann doch alles haben. Bevor wir zu den Mods kommen, noch was Interessantes. Wenn dein Gegner besessen oder bleitet ist, macht Dienstvergehen nochmal 25% mehr Schaden. Das Geile ist, du kannst jeden Gegner durch einen Schuss Dürresammler bleiten. Wie es der Zufall so will, ist Dürresammler auch keine unübliche Waffe in Damage-Spiels und irgendwer findet sie eigentlich noch immer. Kurz überschlagen macht jeder Crit auf einen geschwächten Boss nach dem 10. Stack 1552,5% Schaden. Um die Waffe zu bekommen, musst du nur das komplett gecontentwortete Forsaken DLC kaufen, danke dafür Bungie, und die Questreihe abschließen. Gehen wir jetzt mal kurz die Mods durch.
Abgesehen von den Klassikern, schwere Munitionsfinder und Speer, weil Exoprimary, Kinetic C4, Feuerkraft, ein Kinetiklader und drei Resist-Mods seiner Wahl, gibt's noch zwei Kinetikwogen, eine Solarwoge für die Heavy, Zeitausdehnung und mächtige Anziehung. Die Kinetikwogen geben nochmal 17% Schaden obendrauf, die Solarwoge 10 für Special und Heavy, Zeitausdehnung erhöht den Vorteil von 10 auf 15 Sekunden pro Ladung und mächtige Anziehung sorgt dafür, dass du diese nach fast jedem Dodge ohne darauf achten zu müssen hast. Wenn wir das mit zum Beispiel einer Traktorkanone und einem Brunnen zusammenrechnen, sind wir schon bei 2566,6%. Da fängt das Ganze an, dann Spaß zu machen. Damit wir den Schaden komplett ausreizen können, müssen wir den 10 Sekunden Cooldown mit roher Gewalt füllen. Wir brauchen Waffen. Zum Add-Clear ist es eigentlich komplett egal. Nimm mit, was du für Champions oder Mechanics brauchst. Für die Damage-Version gibt es einen konkreten Vorschlag von mir. Den Solargranatwerfer Leeres Gefäß. Den kannst du bei Zaballa fokussieren. Du willst Spitzgranaten für 50% mehr Impact-Damage, Autoloading-Holster, damit du keine Zeit beim Nachladen verlierst und Vorpal für nochmal 15% mehr Schaden auf Bosse. Dazu noch den Apex-Räuber Solar Rocket Launcher, den du im Last Wish Raid farmen kannst. In der Infocard rechts oben siehst du eine Kurzanleitung, wie das geht. Bei dem möchtest du ein Explosionsradius-Meisterwerk, fluchtiger Abschuss, Einschlaggehäuse für 10% mehr Impact und 2,2% erhöhten Base-Damage, verbesserter Wiederaufbau, weil Autoloading auf Crack und verbessertes Locken und Wechseln für einen 11 Sekunden langen 35% Schadensbonus, wenn du Schaden mit deinen anderen Waffen gemacht hast. Beachte, dass beide Waffen auch noch den 10% der Solarwaffenwoge bekommen. Bevor wir zur Damage-Rotation kommen, müssen wir noch kurz den Fokus anpassen. Tausche einfach die Super mit Möbius-Köcher aus, den Dodge mit dem Scharfschützen ausweichen und die beiden Finisher-Mods mit Echo der Schwächung, Granatenschwachen Ziele und Echo der Überreste, Granateneffekte halten länger an. Die effizienteste Rotation läuft folgendermaßen. Engage mit einem Schuss Granatenwerfer, ziehe beide Schüsse Super und halte dann mit dem Dienstvergehen voll drauf. Die Super zündest du komplett, damit der zweite Pfeil den Debuff des ersten mitnimmt. Sobald du die 17 Schüsse Handcannon drauf hast, wirfst du die Rauchbombe, um die Schwächung draufzuhalten und lädst die Handcannon mit deinem Dodge nach. Dann einen Schuss Granatwerfer und zwei Schüsse Rocket drauf. Rocket nachladen, deine Granate werfen und danach die übrigen zwei Rockets aufbrauchen. Mit der Rotation kannst du danach direkt wieder mit der Handcannon anfangen. Wie du hier siehst, habe ich ohne Traktorkanonen Debuff in einer Phase 2,7 Millionen Schaden am Dungeon Ogre hinbekommen. Annie und Lamsalami haben nach der Runde noch ausführlich mit mir getestet und ich muss sagen, der Boss ist etwas inkonsistent, da er oft aus meinen Pfeilen rausgelaufen ist. Wir hatten Endscreens zwischen 2,4 und 2,7 Millionen Schaden. Bei mehreren Leuten kann einer Dürresammler spielen, einer Traktorkanone und eine Gellerhorn mit Wolf-Backgrounds ist auch noch möglich. Der Schaden sollte in einem Real-World-Szenario aber eigentlich nur besser werden. Du kannst die Handcannon auch ohne den Lucky Pants Buff sehr gut gegen die meisten Gegner verwenden. Wenn du was Zäheres vor dir hast, dann switchst du einfach auf die Sekundär, schießt ihm einen Schuss ins Gesicht und benutzt dann den Lucky Pants Buff. Nächste Season gibt's eh noch den 75% Buff auf Gelbe, dann ist auch das nur noch ein Witz. Wenn du Probleme mit dem Schadensbonus hast, ist wahrscheinlich deine Waffe noch nachgeladen gewesen. Oder du hast auf deine Handcannon gewechselt, während die Abklingzeit noch vorhanden war. Üb die Damage-Rotation in der Enklave. Wenn du den Platz noch kennst, der ist direkt hinter dem Schmiedetisch. Du bekommst unendlich Munition und kannst die Fähigkeiten, auch wenn sie nicht voll sind, hier trotzdem drücken. Wie immer, Eile mit Weile. Lass dir beim Üben Zeit. Bau in Ruhe Muscle Memory auf und erhöhe das Tempo nach und nach. Wundere doch nicht, die schwebenden Ziele procken den Damage-Perk nicht. Es geht wirklich nur um eine Trockenübung. Schau dir mein Stasis-Lock-Bild an und such dir einen Kollegen, der den mit dir spielt. Es ist die perfekte Ergänzung zu deinem Lucky Pants-Bild, weil du zusätzlich zu deinem lächerlichen DPS extrem Add-Clear über das Zersplittern der Gegner bekommst. Dem Link ist in der Beschreibung, teile das Video, abonniere mich und nicht vergessen, Kramplätze müssen verdichtet sein.